Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute hier am Start, Gloria Force. Das ist doch mal ein geiler Firmenname, oder nicht? Gloria Force. They believe in what they do. Okay, sie glauben also wirklich daran, was sie tun. Das heißt, sie sind davon überzeugt, dass sie einen guten Job machen und uns hier mit der Gloria Force RTX Explore ein 4K Ultra HD Media Stream Freund an den Händele geben wollen. Wofür ist so ein Ding überhaupt da? Man nannte oder man nennt in der Unterhaltungselektronik so ein Teil, ich würde es als Set-Top-Box ausdrücken. Das heißt also, es ist ein Gerät, das an ein anderes, meist natürlich ein Fernsehgerät, angeschlossen wird und damit uns Benutzern zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten bieten kann. Ergo wird dieses Gerät hier, das ein Minicomputer ist, denn wir haben hier ein Mini-Computer, der Gloria Force RTX Explore, mit Android 11, also Android-Betriebssystem 11, mit 16 GB Storage, also Speicher, und 2 GB DDR3 RAM, ein vollwertiges Minicomputersystem, welches mit einem Betriebssystem ausgestattet worden ist, was auf Android-Basis ist. Android ist das Betriebssystem von vielen, vielen Handys, die oder das Android wird von den Google-Freunden gemaked. Das heißt also, das ist halt in ganz vielen, auch in Marken-Handys verbaut, Samsung und so weiter verwendet natürlich Android. Viele Fernseher benutzen Android-Systeme, wenn sie smart sind etc. Und diese Gloria Force RTX Explore, die kann uns oder unseren Fernseher, der eventuell nicht smartfähig ist, smart machen. Das heißt, mit RTX entdecken wir das Design und die Funktion der Android-Box neu. Wir haben ein schnelles System. Wir können 4K-Streaming durchführen. Wir erleben also ultimative Klarheit mit dem RTX Explorer Android TV 4K-Streaming-Device. Einem Gerät, das alle anderen TV-Boxen übertreffen möchte, indem es eine große Auswahl an lebendigen Farben liefern kann. Wir können die visuellen Details klarer erkennen und fühlen uns tiefer mit dem Inhalt dann verwurzelt. Wir genießen den 4K Android TV, der uns Inhalte mit mehr Tiefe bieten möchte. Ergo, wir haben einen nicht smarten Fernseher. Oder wir haben einen smarten Fernseher, wo uns das Betriebssystem auf die Eier geht. Okay? Oder, auch was ganz wichtig ist, oder wir haben einen LG-Fernseher, was ganz oft vorkommt, wo dann andauernd Wi-Fi-Probleme abgehen. So, ne? Das wäre, ne? So, ne? Das, ne? Versteht ihr? So. Das heißt nämlich, ihr guckt zum Beispiel, weil meistens geht das bei Disney Plus, ihr guckt 40 Minuten, dann geht die Internetverbindung weg. Zack. Ihr werdet fast bekloppt und es geht einfach nicht weg. Warum ist das so? Weil als Beispiel jetzt LG seine Fernseher mit der Antenne so verbaut haben, dass die, wenn die längere Zeit an sind, durch Wärme eine Ausdehnung des Materials haben. Dadurch wird die Empfangsstabilität runtergesetzt und es kann zu Problemen kommen. Das ist nur ein Beispiel. Es hat noch viele andere Beispiele, wo ihr so eine Box einsetzen könnt. Aber das wäre zum Beispiel so ein Beispiel. Ihr könnt natürlich ein LAN-Kabel durch die Wohnung ziehen, mit Löcher bohren etc. Aber ihr könnt auch ganz einfach hier als Beispiel Gloria Force RTX Explore kaufen und dann darüber streamen. Sprich Netflix, Amazon Prime oder Amazon Video, was gibt's noch alles? Ne? Disney Plus, was fällt mir noch ein? Alles Mögliche halt, ne? Spotify, die Netflix, hatte ich glaube ich schon gesagt, YouTube etc. Könnt ihr alles hier drüber dann streamen. Und zwar in 4K, wenn der Fernseher 4K unterstützt. Und wir haben eine einfachste Installation. Das einfache Einrichten der RTX Explore Android Boxen bietet uns eine neue Funktion von Android 11. Und das Tolle, es ist easy peasy.
Also, Fernsehlounge mit einer flexiblen und benutzerfreundlichen Oberfläche in einem Kino können wir es verwandeln, wenn wir das wollen. Wir können ganz einfach auf alle Gloria Force-Funktionen des Smart Online Televisions mit Android 11 zugreifen und dadurch das beste Seherlebnis genießen. Das langlebige Netzteil macht die Einrichtung der Android-Box einfach und elegant und es wertet das Erscheinungsbild unseres Interieurs auf eine raffinierte Weise natürlich auf. Cooles Outfit kommt schon ran, oder? Wir haben hier so ein grün, neongrün, bisschen ins Gelb gehende Hintergrund. Dann seht ihr die Gloria Force im Vordergrund. Dann sehen wir hier oben die Specs, ne? Wir haben also 2 GB DDR-RAM, 16 GB Storage. Dann haben wir hier unten den Namen dieses Produktes, Ultra Explore. Hier können wir uns noch ein bisschen mal angucken. HDMI-Logo vorne drauf. Warum? Weil sie ja natürlich mit HDMI betrieben werden kann. Und hier seht ihr an der Seite, was alles drin ist. Das heißt, wir haben die Android TV Media Box. Wir haben eine Remote, also eine Fernbedienung. HDMI-Kabel ist dabei und der europäische Adapter. Wenn ihr nicht in Europa seid, dann ist es da ein anderer Adapter. Dann sehen wir hier Android 11, AV1, Videodecoder, 100M, 2,4 und 5 GHz Wi-Fi-Band ist möglich, HDR10 Plus und more Features noch dazu on top. Also ihr seht, das Ding ist modern, state of the art. Ausgequippt, also equipped, ist alles drin, was heute so, so im Standard und gehobenen Standard unterwegs sein sollte, also an unserem Fernseher zumindest. Wichtig ist, um die 4K wiederzugeben, die diese schnucklige kleine Box hier uns auswerfen kann, braucht ihr einen 4K-Fernseher, okay? Ich will nur noch mal darauf hinweisen, nicht, dass ihr denkt, ihr habt einen 1080p-Fernseher, packt die Box an, 4K-Videos werden dann auf einmal auf dem Fernseher dargestellt. Was passieren wird, ist, dass die Qualität des Bildes natürlich etwas steigen wird. Denn wenn ein 4K-Signal ankommt an einem 1080p-Gerät zum Beispiel, wird dort nämlich auch eine Verbesserung des Bildes stattfinden. Deshalb habe ich zum Beispiel in den letzten Jahren auch in meinem 4K aufgenommen und in 1080p hochgeladen, bevor ich Glasfaser hatte. So, hier ist Bedienungsanleitung auf Englisch, genau. Ne, auf Englisch ist sie am Start und Netzteil ist auch am Start hier. Netzteil. AC Adapter, europäischer Stecker. Und ich sehe hier, da könnte man auch was anderes dann ballern. Ne, das heißt, also sie sind international tätig, können das also dann auch noch auf einen anderen Markt ausweiten. Dann haben wir hier HDMI-Kabel zum Anschließen, die Box zum Anschließen an unserem Fernseher zum Beispiel oder anderen Gerät, was halt HDMI Konnektivität aufweist. Hier haben wir eine Fernbedienung. Oh, die macht schon was her. Schauen wir uns mal kurz an, die Fernbedienung. Zack. Fühlt sich wertig an. Das ist gut. Hier oben alles so abgeklebt immer. Meine Güte, ey. Wow, die ist gar nicht so schlecht, sage ich euch. Guckt euch das. Gloria Force Branding ist drauf. Wir können auf Radio, auf Movies, auf Live-TV oder TV-Serien gehen. Zick, 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 zick. Da können wir noch zwischen switchen. Hier unten haben wir die Möglichkeit, Recording, Brightness, Settings, Multiscreen zum Beispiel zu nutzen. Also Schnelltasten, ganz viele. Volume up, Volume down, Channel, Programmwechsel, rechts, links, oben, unten und Play und Pause. Menü, zurück, Guide. Dann die App Force, FII oder F2 oder FII, weiß ich jetzt nicht genau. Damit kommt ihr also in die Gloria Force App Unterstützung. Informationsbutton, auch die Buttons selber sind jetzt mit wenig Hub ausgerichtet, fühlen sich aber wertig an. Die Oberfläche der Fernbedienung ist griffig und hinten kommen 2 AA galvanische Zellen bzw. Batterien rein. Hier haben wir TV und Standby-Betrieb. Dann haben wir hier oben noch Schnelltasten. Wow, das ist ein richtiges Hightech-Teil hier am Start. So, aber der richtige Hightech-Feger hier ist diese Box hier. RTX Explorer 4K UHD Media Stream. Oh, das ist der Media Streamer hier am Start. Oh yeah. So, was gucken wir? Nix, nix, nix. Hier ist was. Wir haben einen optischen, wir haben einen AV, wir haben einen LAN, HDMI und Strom. Wofür sind die alle? Wir haben also HDMI
kommt hier rein, okay, da kommt HDMI rein. Das ist zum Anschließen an zum Beispiel den Fernseher, nehmen wir das mal als Beispiel. Hier kommt unsere Stromversorgung rein, das ist der hier. Hier können wir das Gerät, muss nicht über Wi-Fi verbunden werden, es kann auch über Local Area Network verbunden werden, das heißt also über ein Patchkabel. Das ist natürlich immer die beste Wahl, generell. Kabelverbindung ist nämlich am schnellsten und am effizientesten. Optical geht auch, da können wir also auch Soundsystem auf optischer Basis anschließen, um dann dort noch mehr Daten austauschen zu können. AV wäre hier dann die Möglichkeit, hier Kopfhörer etc. anzuschließen. An der Seite haben wir noch mehr. Wir haben USB 1 und USB 2. Also nicht die Version, sondern Steckplätze. Denn es ist USB 2 Standard, okay? Mit der RT Explorer Android Box haben wir auch die Möglichkeit, eine Sammlung unserer Lieblingsinhalte von USB-Medien zum Beispiel auf das Fernsehgerät, wenn es angeschlossen ist, zu streamen, abzulichten. Und hier drüben ist ein TF-Card-Scanner. Das heißt, hier können wir SD-Karten, Micro-SD-Karten reinschwabbeln. Ich meine, das war bis zu 64 GB Größe und diese dann auch darstellen. So, weitergedreht. Das war's. Ne? Also da sehen wir jetzt nichts, außer wir haben hier vorne einen Screen, der dann sich später bemerkbar macht, wenn wir sie angeschlossen haben. Die ist jetzt nicht sichtbar. Und ansonsten vier Füßchen drunter, schöne Belüftungsöffnungen überall, damit es auch nicht überlüftet, damit es auch nicht überhitzt. So, und einfach sowieso angeschlossen ist es, das heißt über HDMI anstöpseln, dann auf dem HDMI-Kanal drauf connecten, sprich mit der Fernbedienung von unserem Fernseher draufgehen und dann ab dann können wir die Einrichtung über diese Fernbedienung durchführen. Das heißt also, Android wird dann eingerichtet, wir können dann das mit dem Wi-Fi verbinden, wir können Updates machen etc., wir können Apps downloaden. Diese Apps sind zum Beispiel Netflix, Disney Plus, also sprich Streamingdienste als Beispiel nur. Es gibt ja ganz, ganz viele Apps aus dem App Store, die wir runterladen können. Und dann können wir diese auf unserem Fernseher, der zum Beispiel vorher nicht smart war oder nicht gut smart ist, kann dann hiermit dies übernommen werden. Schöne Box, sehr stylisch, sehr kompakt, sehr klein. Die Fernbedienung ist wirklich nice und die Box macht natürlich keinen Scheiß, denn sie hat 4K-Unterstützung und HDR 10 Plus etc. Das heißt also, hier sind wir State of the Art beim Streamen, beim Smart TV genießen. Das ist der Glory Force RTX Explorer. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. So.